Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Tomb Raider, weiter mit meiner Fähigkeit Glamour. So, wir waren hier. Ich muss gerade überlegen, was wir hier als letztes gemacht haben. Okay, wir sollen dahin. Ja, wahrscheinlich an den Haken, dann an das Seil. Da waren wir am Lagerfeuer, Leute. Ich muss das mal gucken. Ich nicht wissen. Ah, guck mal da, Fertigkeit. Ja, so langsam bin ich schon fast derselben Meinung wie andere, dass irgendwie die Talentpunkte ein bisschen Bullshit sind. Streubombenpfeil. Verbessern Sie die Granatenpfeil, um einen Einschlag zusätzliche Sprengladung freizusetzen. Todeswolkenpfeil. Erhöhen Sie die Größe der Dauer der Giftwolke, die durch Giftpfeile erzeugt werden. Napalmpfeile. Verbessern Sie die Feuerpfeile, um die Reichweite des Brandeinsatzes beim Einschlag zu vergrößern. Ja. Leichter Fallspezialisierung. Schnelle Herstellung. Haben wir hier. Genauerer Schuss. Zielschuss, der Dreifachschussvisier. Automatisch den Kopf anstatt den Körper. Das nehmen wir mal. Das finde ich gar nicht so schlecht. Was hatten wir noch? Update. Da gehen wir dann nochmal gucken. Ja, wir haben hier für, doch für die Pistole haben wir jetzt auch wieder was. Da hat sich mal gerade mein Spiel minimiert. Hallo? Spiel. Ja, ich minimiere einfach. Was haben wir denn? Munitionskapazität oder Schaden? Wir nehmen mal Magazinerweiterung und Schaden können wir dann immer noch. Wir brauchen nur mehr Schrauben. Könnten wir noch unsere Waffe updaten. Das letzte Mal Griff mit Schlaufe. Alles klar. So, wenn uns das auffällt, dann haben wir noch einen Bogen. Oh, guck mal an. Hätten wir den auch endlich. Da gibt es noch einen. Aha. Was können wir denn hier updaten? Den Schal. Updaten wir den auch mal. Weiß nicht, also ich bin ja eigentlich nicht für den Bogen. Weil der Schaden jetzt schon recht gut ist von dem Bogen, ne? Das muss man jetzt ja mal wirklich sagen. Wir behalten mal den Bogen jetzt. Mal gucken. So, dann sind wir damit auch durch. Upsa. Einmal gerade hier umgucken. Lagerfeuer, bla 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 bla. Alles klar. Yippie! Ein paar davon. Okay, damit sind wir voll. Feuerpfeile. Auch voll. Hier will ich also mal hoch. Da lagen noch ein paar Kisten, Ladies. Sag ich doch. Sehr schön. Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Okay, warum nicht? Wildschwein ist doch ein Wildschwein. Okay. Wartet mal. Eine Hütte. So ein bisschen para, dass hier gleich irgendwo Leute sind. Okay, hier haben wir nichts. Okay. Nehmen wir die natürlich noch mal mit.
Hier haben wir nichts. Okay, gehen wir mal weiter. Lalalala. Halt, Metallbarrikade. Zerstören Sie mit Metallbarrikade mit Hilfe der Sprengladung. Ja, das kennen wir. Aber weiß man nicht. Das ist der falsche Pfeil. Scheiße, wie hat man denn den nochmal geändert? So wechsle ich die Waffe. Scheiße, wie ging denn das nochmal? Weil so wechseln wir die Waffe. Feuerpfeile. Boah, wie wechselte man das nochmal, Leute? Ab, nein. Ah, da, Sprengen. Jetzt haben wir Sprengpfeile. Jo. Clever, nein. Clever. Fuck you, bitch. Ich muss da wieder hoch. Fuck. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Alles klar. Ich will da aber erst wieder hoch. Scheiße, da rutsche ich da erstmal runter. Alte Bitchfletch. So, ein bisschen Öl. Schupp, schupp, schupp. So. Alles klar, hoch da. Das können wir jetzt ja nicht so stehen lassen, Leute, ne? Da war ein Höhleneingang, da müssen wir rein. Na, guck mal an. Hier gibt es auch noch Material ohne Ende. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Hä? Hey? Ja, warum soll's... Oh, meine Stimme. Warum soll's auch kein Mensch sein? Also den Sinn kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil jeder Mensch hat ja irgendwelche Liebesbedürftigkeiten. War das jetzt richtig ausgedrückt? Ich denke schon. Jetzt kommen wir nämlich hier auch rein. Gibt es hier noch was? Nein, hier waren wir. Ja, wir hätten hier auch einfach nur weitergehen müssen. Ah. So, dann wollen wir noch hier mal reingucken. Schwere Pistole. 2 von 4. Okay, das war jetzt alles. Na klasse, Ingo. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da oben hinkommen. Runter, Lever. Da ist er einen Schritt zu weit gegangen, die alte Nodder. Weil da könnten wir auch noch mal hin, sehe ich gerade. Guck mal da. Okay, Kartenupdate. Sehr schön, sonst haben wir hier auch nichts. Aber da möchte ich gerne hin. Da drüben. Ausruhen. Okay, weiter geht's. Hey, aufstehen. Alte Torte. Okay.
kann man... Das können wir nicht abbrennen. Das ist kein Stoff. Und vielleicht könnten wir es wegsprengen. Probieren wir mal. N-Ö. Nö. Okay. Ah, da. Wir nehmen mal Anlauf. Ah. Okay. Gar nicht so kompliziert nachdenken. Okay. Dann können wir jetzt runter. Dann haben wir alles. Zack. 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 Nee, ich möchte gerne erstmal noch mit dem Typen reden. Vielleicht hat er ja doch noch irgendwas zu erzählen. Ich grüße Sie. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Okay. Das ist der reguläre Weg. Wir gehen mal gucken, was es hier gibt. Oh, das ist aber spät hochgegangen. Da ist was. Okay. Da ist nichts drin. Okay, 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 okay. Nichts. Bin ich trotzdem mal hier. Oh, guck mal hier. Das ist das Laken, Alter. Junge, Junge, Junge. Ich habe mir gerade fast in die Hose geschissen. Aber wie sollen wir hier... Voll der Schmodderweg hier. Ein paar Pfeile. Ach, jetzt sind wir wieder hier beim Lager. Jo. Hier haben wir noch Münzen. Okay, jetzt sind wir zurück zum Lager gegangen. Okay. Alle Herausforderungen für den nahegelegenen Eingang. Ja, aber wir haben ja immer noch nicht die Taucherausrüstung. Uns fehlt ja noch die Taucherausrüstung. Aus dem Grund kommen wir ja nicht weiter. Das ist ja so ein Hauptproblem, was ich ja jetzt habe. Dass die irgendwie ich nicht bekomme. Deswegen erstmal... Gehen wir hier doch mal rein. Alter, ich würde in so einem Sumpf nicht baden gehen. Okay. Unsichtbare Mauer. Okay, Sackgasse. Okay, Mutti, weiter geht's. So ein Sumpf, kannst du davon ausgehen, dass vielleicht auch Krokodile hier sind. Da kommen wir auch nicht lang. Der Wasserfall. Da will ich nicht hin, da habe ich Angst vor. Wo sind wir jetzt?
Hallo, ich muss dahin. Selber. Irgendwie sind wir beide jetzt falsch. Da kommen wir nicht lang. Ja, irgendwie bin ich doch jetzt gerade ein bisschen blöd, oder? Ich muss hier rüber. Da sind wir gekommen gerade. Lölölölö, da habe ich mich verirrt, Mutti. Das ist der gleiche Weg. Haben wir uns ganz schön verirrt gerade, denke ich. Ich muss da lang. Ich muss da irgendwie hoch. Da hoch. Gibt's aber keinen Eingang, ne? Okay, schwimmen wir mal hier lang. Okay. Gehen wir hier lang. Hier gibt es anscheinend auch keinen Weg. Hier ist das Lager, wo wir drinnen waren vorher. Da bin ich jetzt so blöd. Da komme ich nicht rüber. Jetzt müssen wir zurück oder was, um da lang zu kommen. Och, Manno. Kommen wir nicht lang. Oder ich übersehe gerade wirklich was, Leute. Also wenn ja, dann tut es mir echt leid. Ich muss anscheinend zurück. Da wir hier keinen Weg finden und da nirgendwo hochkommen. Ja, dann haben wir die Arschkarte. Zurückschwingen können wir uns nicht. Ja. Wir müssen wirklich hier hin. Wo ist denn hier die Höhleneingang? Da gibt es auch irgendwas direkt vor uns. Den da unten haben wir immer noch nicht gelesen. Aber der war Level 7 griechisch. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Ja, von da aus kommen wir nicht wieder zurück. Was ich nicht verstehe, warum kommen wir da nicht lang? Können wir uns jetzt aber gerade hier mal um die Münzen kümmern. Wenn ich schon jetzt hier bin. Verstehe ich nicht. Dass ich da nicht lang komme. Noch weiter? Ach so, da. Okay. Zack, zack, zack. Oh Mann, ey, was für ein geiler Ausblick hier. Haben wir diese Höhle da schon gemacht? Die Höhle sind wir mit fertig.
Kann ich nicht, okay. Sorry, wenn ich gerade leise bin, aber ich hätte gedacht, ich könnte da jetzt mich hin teleportieren. Moody. Das ist einfach geil, ne? Also ich muss das... Ich vertiefe richtig in diesem Spiel. Mich stört das jetzt auch gar nicht, dass ich irgendwie nicht zurückkomme oder geschweige irgendwas anderes. Das Spiel, das hat irgendwie was an sich, keine Ahnung, wo man wirklich regelrecht geschillt bleibt. Das muss man wirklich ganz ehrlich sagen, Leute. Wir haben die optionale Herausforderung schon gemacht. Aber warum darf ich da nicht hinreisen? Ich könnte doch jetzt hierhin Schnellreise machen. Ne, Wegpunkt setzen. Wieso können wir denn keine Schnellreise mehr machen? Geht nicht mehr. Schnellreisepunkt geht nicht. Wahrscheinlich, weil wir in einer Hauptmission sind, ne? Deswegen... Versuche jetzt da nochmal lang zu kommen, Leute. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei Tomb Raider. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Wer steht denn da? Hallo? Willkommen zurück. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. Dankeschön. Hallo. Ich wollte, dass sie geht, aber sie wollte nicht. Sie sagt, sie wartet auf etwas. Etwas, das sie ihr bringen sollen. Ich will jetzt hier bleiben, bis ich die ganzen Höhlen entdeckt habe, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir sagen auf jeden Fall erstmal, oder ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Tomb Raider. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denn, tschüss.